Es ist eine Geschichte aus einer anderen Zeit. Da sitzen 13 Mann an einer Festtafel zusammen und essen und trinken gemeinsam. Ohne Sicherheitsabstand, ohne Masken und fern von jeder Kontaktbeschränkungsregelung mit einem weiteren Haushalt, nur einer weiteren Kontaktperson oder gar 14 Tage in Quarantäne. Die biblische Gründonnerstagsgeschichte kommt aus einer fernen Zeit. Und wir hören sie heute in unserer Zeit. Eine Zeit, die ich ehrlich gesagt auch nach einem ganzen Jahr Corona-Pandemie immer noch nicht recht einordnen kann. Sind wir immer noch mittendrin oder ist das Ende schon in Sicht? Oder ist das sogar erst der Anfang einer langen Zeit von Pandemiebeschränkungen? Jesus ist sich sicher. Die Zeit geht zu Ende. Heute, morgen. Allerspätestens in wenigen Tagen wird etwas passieren. Das weiß er und auch seine Jünger fühlen es. Denn dieses Mal ist vieles anders. Jesus weicht von den üblichen Ritualen des Passamals ab. Die Worte, die er über das Brot und den Wein spricht, sind neu und unerwartet. Die Jünger werden sich mehr als gewundert haben, was das jetzt soll. Wir hier haben die Einsetzungsworte schon so oft gehört, bei jedem Abendmahl, das wir in unserem Leben gefeiert haben, dass es uns da genau anders geht. Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich, sagt Jesus. Und wer von seinen Jüngern bis dahin noch dachte, es ist noch so viel Zeit, dem muss es spätestens jetzt dämmern. Wir leben so, als würden wir ewig leben, sagen manche und kritisieren damit, dass wir Tod und Sterben, Krankheit oder Schicksalsschläge völlig aus dem Alltag verdrängt haben. Das geht so lange gut, bis es einen selbst trifft. Manches, auf Wiedersehen, wird nicht mehr wahr. Zu oft endet ein Leb wohl, viel zu früh im Gegenteil. An diesem Gründonnerstag, damals in Jerusalem, heute hier bei uns in Wörnitz-Ostheim und Klein-Sorheim, geht es um Zeit. Um bleibende, kommende, verschenkte, auch vertane Zeit. Um Zeit, die nie mehr wiederkommen und Zeit, die hoffentlich bald kommt. Meine Großeltern hatten im Treppenhaus einen Spruch hängen, der mich bei jedem Lesen immer wieder hat schaudern lassen. Verlass nie ohne Gruß dein Haus. Du weißt nicht, ob du wiederkehrst, ob du die Stimme deiner Lieben ein einzig Mal noch wiederhörst. Es gibt Zeiten im Leben, die lassen sich nicht wiederholen. Wir Menschen können so manches planen oder entscheiden, vieles aber müssen wir hinnehmen und neu in unser Leben integrieren. Einen Verstorbenen sehen wir in diesem Leben nicht wieder. Wer krank ist, kann nicht einfach die Uhr zurückstellen auf die Zeiten, in denen noch alles gut war. Jesus spürt an diesem Abend, dass die Zeit besonders ist. Er hätte diesen Abend, wie all die vielen Abende vorher, mit seinen Jüngern einfach vorbeiziehen lassen können, bei Abendessen und Wein und guten Gesprächen. Das wäre auch kein schlechter Abend gewesen. Aber Jesus entscheidet sich anders, weil er merkt, dass diese Zeit geht und nicht wiederkommt. Deshalb kommen auch wir an diesem bloßen Donnerstagabend mitten in der Woche hier in der Kirche, um diesem Abend eine Bedeutung zu geben. Es ist keine Zeit mehr, sagt Jesus, als er davon spricht, heute Abend das letzte Mal vom Wein zu trinken. Sein nächstes Abendmahl vertagt er in Gottes so wenig fassbares Reich. Wann und wo das sein wird? Darüber können die Jünger an diesem Abend nur rätseln. Sie kommen mit dieser Frage eh nicht weiter, weil sie viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Einer unter euch wird mich verraten. Die Jünger können einander nicht mehr trauen und vertrauen auch sich selbst nicht mehr. Herr, bin ich's? Der, der es ist, sitzt mit am Tisch und bleibt sitzen. Jesus reicht ihm Brot und Kelch und macht damit deutlich, dass in seinem Abendmahl alles seinen Platz hat.
All die Verletzungen, die wir selbst erfahren oder noch schlimmer, anderen angetan haben, sitzen mit am Tisch. All die vergebenen Chancen, die nie wiederkommen und die falschen Entscheidungen, die einfach nicht mehr rückgängig gemacht werden können. All das, was in unserer Verantwortung liegt und auch die großen Weltgeschichten und Pandemien, die unser Leben treffen, ohne dass wir etwas dagegen tun können. Jetzt ist die Zeit. Jetzt, in unserer Zeit. Mit all den Sorgen, der Angst und auch der Wut, die mit am Tisch sitzen. Damals in Jerusalem, heute hier bei uns. Jesus feiert dieses allererste Abendmahl in der Hoffnung auf ein viel größeres Fest, das noch kommen wird. Dann, wenn er wieder vom Gewächs des Weinstocks trinken wird, wie er sagt. Dann, wenn das Reich seines Vaters da sein wird. Am Ende aller Zeit werden wir alle in Gottes Ewigkeit zusammen sein, wie an einer großen Festtafel und essen und trinken. Dann wird kein Bissen mehr im Hals stecken bleiben und auch kein bitterer Beigeschmack bleiben. Dann braucht es keine Masken und keine 1,5 Meter Abstände mehr. Von diesem endgültigen Fest scheint immer etwas durch, wenn Menschen Abendmahl feiern. Früher, heute und morgen, hier in der Kirche oder zu Hause am Sterbebett. Wir leben zwischen Leben und Tod, zwischen heute und morgen, aber immerzu auf das große Fest, dann einmal in Gottes Ewigkeit. Heute ist wieder Zeit, um Abendmahl zu feiern. Gerade weil diese Zeit eine besondere ist. Amen.